Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Und danke. So. In der Folge sollten wir locker die Mission schaffen. Oh. Habe ich gerade richtig gesehen? Wir haben über 1 Million. Nice. Ah, nee, noch nicht. Ready to roll. Schade. Aber gleich. Und dann werden wir mal ein bisschen gucken, was wir einkaufen. Bisschen shoppen gehen. Oh. Mal bloß noch, Alter, wirklich. Bloß noch ein Katzensprung. Straight on. They'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm
Ich hatte irgendwie gehofft, dass in der Nähe von der von dem Ziel da irgendwie ein Bett ist, aber das sieht nicht so aus. Hm. Mal schauen. Weil nach dem Abliefern müssen wir erstmal pennen gehen. Da ist eine Garage, die uns gehört. Lol. Cool, können wir doch pennen gehen. Easy. Na gut, dann ist es ohne eine Werkstatt. Also Schlafplätze gibt es hier genug. Was? 3500 Verluste? Da will jemand seinen Job verlieren. Ich sag's ja nur. Arbeitgeber des Jahrhunderts.
Aber ich bin clever, ich stelle sie nicht bei mir an. Ich mache alle Subunternehmen. Wenn mir jemand nicht gefällt, brauche ich gar nicht kündigen, sondern nur unsere Geschäftsbeziehung beenden. Powered by Let's Go. Mach auf hier! Klick, hack, bumm! Wo ist es überhaupt? Azuma! Boom, Chikawawa! Na gut, ich meine, warum? Er hat schon lange Strecke. Das heißt, wir müssen noch mindestens 3 solcher langen Strecken fahren. Und dann war Level 36 geschafft. Respekt. Gut. Jetzt haben wir über eine Mille. Aber wie gesagt, bevor wir jetzt kurz shoppen gehen, machen wir erstmal pennen gehen. Kann ich da rumfahren? Ja, sieht gut aus. Los, lass mal raus, Tür auf. Schnell! Aber pflichtbewusst, wie ich bin, fahre ich auch erstmal zu unserer Werkstatt natürlich, ne? Um Präsenz zu zeigen und den Mitarbeitern auf die Finger zu schauen. Was? Wobei ich bin wenigstens ein moderner Arbeitgeber. Wenn ich meinen Mitarbeitern Teddybären schenke, dann sind beide Augenkameras, damit ich, wenn ich sie heimlich überwache, das auch stereokopisch kann. Man muss auch als Arbeitgeber mit der Zeit gehen. Oh, wir haben direkt hinter uns ein Gleis. Und ein Zug. Wow, schön. Ich mag diese Gegend. Ja, 14 Uhr. Na komm, hör doch direkt nochmal. Let's go. So. Wow, schon 1,4 Millionen. Also ging aber schnell. So, jetzt wollen wir uns das gucken hier. Was sagt eigentlich unser Auflieger-Manager? Ah, die sind zumindest alle unterwegs. Nice. Und bei denen ist auch schon viel. Hui! Ja, die sind doch alle unterwegs. Sehr geil, funktioniert also doch. Können wir uns noch ein paar Auflieger holen. Nice. Ich überlege gerade. Ich bin verwirrt.
Aber ich wollte gar nicht hier heiraten, ich wollte zum Garagenhändler. Wo ist denn der? Da. Ja, hier oben ist alles gut ausgefüllt. Hier ist eine gehende Leere. Roswell, El Paso. Ich würde mal fast sagen, wir holen uns mal hier eine in Roswell. Ja, die ist so schön bei den vier Werkstätten, so schön in der Nähe. 180k. So, LKW Manager. Was haben wir denn so alles? Wir haben. Warum ist Canvas? Dann International, dann wieder Canvas. Wenn ich nach Marke sortiere. Macht nicht wirklich Sinn, oder? Oder verstehe ich gerade alphabetische Sortierung nicht? Ich meine. Aber wir haben 20 Canvas. Wir haben 20 Peterbilt. Ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, wir uns mal wieder ein paar International, ne? Hier ist eine schöne bunte Kolonne hier. Oder wir gucken mal. Aber gut, Gewinner. Beziehungsweise mal kurz. Nee, nee. Wir haben jetzt ein paar schicke Canvas. Wir haben aber noch keine schicken Peterbilt. Das sind alles diese Standardmodelle. Ja. Aber wobei, das sind ja hier auch schon schicke. Die auch. Genau. Aber doch ein paar schicke. Das hier sind alles die klassischen Modelle. Hier haben wir. Ach, die ganzen ganz klassischen Modelle. Ich würde mir schon gerne Internationals holen, aber wir gucken mal. Wir wollen nicht einfach die, die wir bereits haben, nochmal, sondern. Hallo, wo sind die International? Sondern gucken mal, ob wir nicht ein bisschen konfigurieren. Wir nehmen uns natürlich einen von unseren als Vorlage. Klarer Fall. Ausführung ändern. Gucken wir mal, was wir alle reinklatschen. Ne? Kabine schon. Ja, oh, die Dinge nur als Dreiachser. Oh, schon bin ich wieder enttäuscht. Maßlos. Gut. Gibt es jetzt verschiedene Lackierungen, dass wir ein bisschen bunte Festival machen können? Aber weil die kosten natürlich gleich alle hier, ne? Boah, Alter, ich sehe gerade, eine kostet schon 200.000. Dabei haben wir noch nicht mal eine schicke Lackierung. Wie sieht das denn wieder aus? Ja, guck, kann man machen. Aber die Lackierung haben wir jetzt schon. Würde ich das nicht nochmal nutzen. Haben wir noch was anderes schickes? Guck mal, hier brauchst du den gar nicht aus dem Geschenkpapier rausnehmen. Der gesamte LKW ist Geschenkpapier. Naja, weiß ich auch nicht. Das hier. Da habe ich mir anders vorgestellt. Wow. Guck mal, mein LKW vom Matchbox. Das ist edel. Moa hat was. Vor allen Dingen, wenn man das hier schwarz macht. Und das hier. Ja, eher so. Ja, könnte man schon mit was machen. Ist immer ein bisschen hier oben ein bisschen zu. Das merken wir uns mal. Wird das wieder schön lässt grüßen. Alles für Bilder, die zwar geil aussehen, die ich aber nicht dauerhaft dran. Also, die so für 27,7
Usage ist einfach too much. Das ist einfach schon zu. Okay, hier lässt mit der Pöderbchen grüßen. Ja, nee, ich glaube, wir nehmen tatsächlich. Wo war das jetzt? Ich bin verwirrt. Ah, the fuck. Was ist das jetzt? Ach da. Das nehmen wir. Das sieht ganz geil aus. Ja. Also andere ist ja genau Mutter und so ist schon alles stärkste. Let's go. Da. Hey. Na egal. Na komm, sollte gehen, bitte. Sandwich-Modell. Achso, ihr seht, wenn wir da noch die Garage ausbauen. Wo war die jetzt? Nein. Da. Ach, dass man das nicht überspringen kann. Danke. So, jetzt will ich mal erst gucken. Auflegermanager. Meine Flottenkonfiguration ist die flotteste Konfiguration. Ich will mal erst gucken. Hier gibt es hier auch das Gegenstück dazu. Natürlich nicht. Ah, schade. Ah. Das ist das Schöne bei dem hier, dass es das hier wirklich für als. Paket, also als Combo gibt's. Oder gibt's hier nur bei der Länge nicht? Kann das sein? Oder vielleicht isoliert? Ah. Hallo, kann man die Länge? Ach da, war die Länge. Wir haben 48. 48 ist ja so das Standard. 48 gibt es mal zwei Achse. Na gut. Zwei Achse ist ja sowieso in Amerika das so Standard. Mir ist die gleiche Auswahl. Okay, das ist natürlich schade. Hat sie nämlich in ihrer vollen Schönheit. Ja. Okay, das ist ein bisschen schade. Ja. Gut, dann kommt die Garage auf jeden Fall keine Auflieger. Wenn es da keine passenden gibt. So, wobei Geld sich eh nicht so übrig bleibt. International. So, was war? Und nochmal was war? Und schon sind wir wieder blank. Aber hey, 1,4 Millionen. Und schon haben wir eine komplette neue Garage mit Top-LKWs. Also, ja, schon krass. Und wie viel haben wir gebraucht? Eine Ingame-Woche oder so? Also, das war jetzt nicht viel. War ja nicht mal. Guck mal. 1,4 schaffen wir nicht mal eine Woche. Also, das ist schon echt verrückt. So, jetzt erstmal Mitarbeiter. Arbeitsagentur. Einstellen. So, hier Fernfahrer. Let's go. Weil langsam müssen wir mal wieder auf die Frontquote achten, ne? Haben wir denn irgendwelche potenziellen Anwärter drin? Hier einmal Fernfahrt. Let's go. So. Noch eine Kollegin mit Fernfahrer. Nö. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Ich meine, sie hat so ein bisschen viel fragile Fracht. Von daher, let's go. Ha, 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 ha.
einmal fragile Fracht und das ist halt gar nichts so. Na, jetzt auch bloß fragile Fracht. Ah, verdammt. Ganz ehrlich, scheiß was drauf. Mittlerweile haben wir so viele Mitarbeiter, dass wir so viel Skill haben, dass wir echt mal drauf achten müssen. Ja. Bam. Let's go. Nichts mehr Gutes dabei. Egal. Wir haben alle, die wir brauchen. Glaube. Oder auch nicht. Ach ja, stimmt ja, weil wir in unserer Garage noch LKWs nicht haben. Weil normalerweise, wenn alle LKWs einen Fahrer haben, dann kriegst du hier, wenn du hier rausdrückst, eine Warnung, dass du bereits voll bist. Aber eben in unserer Garage haben wir ja LKWs ohne Fahrer. Ach nee, stimmt gar nicht. Okay, der kommt wahrscheinlich auch dann nicht, wenn man komplett leere Spots hat. Ah, okay. So, Roswell, genau, Roswell war das letzte. Und das komplett bestückt. Aua, auf die Zunge gebissen. Vollständig bestückt. Sehr geil. Okay, okay. 23k. Okay, die machen kaum mehr als die hier unten. Hä? Warte mal. Hallo? Fahrermanager. Mitarbeitermanager gibt's ja gar nicht. Phoenix, da haben wir diverse gute. Und Los Angeles haben wir ganz viele. Na, ich mach mal Ontario. Ontario kenne ich gar nicht. Ontario hat 21. Und das war das andere. Habe ich schon wieder vergessen. Ich kann aber die haben alle nur in die. Hä? Wieso machen unsere Top-Mitarbeiter gerade mal genauso wenig wie die billigsten Mitarbeiter? Vor allem hier 76%, hier 55%. Momentane Produktivität, eine vollausgestattete Garage. Das zeigt, wie gut sich die Garage schlägt, und hier ist das gleiche, oder nicht? Ah, kann ich das hier danach. Mitarbeiter. Mann. Da. Phoenix und Salt Lake City. Ja, machen auch plus 23. Und Chili macht. Okay, 63. Das schon, ja, das sind doch schon ein bisschen mehr. Und der auf der anderen Seite hier ist Seattle. Achso, gut, okay, der eine Mitarbeiter macht 100%, ja. Also, wir. Irgendwie überzeuge ich die Werte hier nicht. Oh, guck mal hier. 50k. San Francisco. Hey. San Francisco, ja, heute auch schon relativ gute Bewertungen hier allesamt. Ich finde halt nur, dass die hier oben nicht viel mehr machen. Ich hätte es gedacht, dass die in Phoenix, weil die alle schon 7,5 haben und so, richtig reinbuttern. Aber irgendwie. Jetzt gucken wir mal hier auch. Ist das der Gewinn oder? Durchschnittlicher, genau, durchschnittlicher Profitschritt. Ja, okay, also doch, pro Meile. Ja, Mann, ich will halt immer der Beste, so. King on the votes. Also die Bewertung scheint wohl echt nicht allzu viel mit dem zu tun zu haben, was die so erbringen.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie sehr das hier gemittelt ist. Ob das hier der Durchschnitt ist von dem, also das, was sie jetzt in dem Tag verdient haben. Oder ob das der Durchschnitt ist von der letzten Woche oder Durchschnitt seit der Einstellung von denen. Ne? Also ist das die Frage, was dieser Wert hier wirklich repräsentiert. Ne? Er sagt hier, Philipp N. $8, die Hälfte von ihm. So, obwohl die beide gleiche Bewertung haben. So, how is it even possible? Ah, weil jetzt unseren Auflieger hat. Kann das sein? Das heißt, dann ist der Wert hier wirklich relativ frisch. Schätze ich mal. Aber guck mal, der hat ja auch so 17. Der hat keinen Auflieger jetzt gerade. Sehr interessant. Und die hat sogar eine schlechtere. Schlechter, also sie hat hier einen Punkt weniger. Aber trotzdem viel mehr als er. Obwohl die beide keinen Auflieger haben. Sie hat sogar einen schlechteren LKW. So. Tja. Tja, tja, tja. Sehr interessant. Das Schöne ist halt, wie gesagt, so viel wie wir mittlerweile haben an Mitarbeitern, sind uns tatsächlich Einzelmitarbeiter sowieso relativ irrelevant. Einfach aufgrund dessen, dass wir einfach aufgrund der Masse an Mitarbeitern einfach, wie gesagt, hier mittlerweile 2 Mille pro Woche machen. Das ist schon ordentlich. Was ist denn eigentlich los? Konnte Beziehung aus. Wow, was war das Ding? Pleite. Ja. Ah, ja. Oh. We are up in the sky. So, dann schicken wir nochmal unseren LKW. Schön hier. Oh, zugespawnt. Ah, bitte pass langsam Auflieger. Ja, kein Auflieger-Schaden. Easy. Let's go. So, nochmal schön tanken. Dann soll das für diese Folge auch gewesen sein. Oh, ein bisschen können wir noch. Also gut aus. So. Können wir mal wieder richtig speichern hier. Speichern. Speichern. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. So. Gut. Dann, ja. Das soll für die Folge gewesen sein. Und nächste Folge gucken wir dann mal, wie sich unsere Auflieger so gemacht haben. Und ja, wie gesagt, die Frage ist natürlich, ob wir denn erstmal Auflieger kaufen, weitere. Aber wie gesagt, um das sinnvoll zu beurteilen, müssen wir erstmal gucken, wie sich die Auflieger machen jetzt. Das heißt, ich würde doch erstmal noch eine weitere Garage mit Auflieger holen. Und wenn wir denn die nächste Garage geholt haben, was ja wie gesagt mittlerweile schneller als eine Woche geht, dann nochmal gucken, wie sich die Auflieger bis dahin gemacht haben und dann entscheiden, ob wir uns nach der nächsten Garage dann nochmal Auflieger holen oder ob wir doch erstmal bei Garagenkauf bleiben. Ja. Auf jeden Fall. Bis dann.